Hallo zurück bei World of Tanks. Heute mal eine etwas längere Aufnahmesession von dem schönen Spiel. Bloß zur Information für euch, ich habe gestern noch ein bisschen weitergespielt das Ganze, deswegen ist mein Panzer auch noch ein bisschen aufgewertet worden, beziehungsweise ich habe jetzt es so umgestellt, dass die Erfahrung, die wo ich in dem Gefecht kriege für den Panzer, so nicht mehr für den Panzer die Erfahrung zu haben ist, sondern dass die direkt an meine Mannschaft geht, die Erfahrung, damit die schneller aufsteigen bei dem Ganzen. Man sieht jetzt auch, gestern war ich glaube ich noch bei 67% oder so und jetzt durch ein paar Gefechte sind jetzt die auf 79% schon gestiegen. Somit kommen die schneller auf 100%, dass man denen endlich mal vernünftige Fertigkeiten dazugeben kann, die dann Bonus für alle gibt oder dass man weiter schauen kann oder wie auch immer für das Ganze. Bloß, dass ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert. Deswegen. Ich habe mir jetzt auch schon mit der Erfahrung schon meinen nächsten Panzer erforscht. Das Ganze. Jetzt muss ich bloß noch die Silberlinge zusammenspannen, dass ich mir den auch leisten kann. So, aber jetzt reden wir nicht lang drum rum und es geht auch schon wieder weiter und ab ins Gefecht. Mal schauen, wie es heute wird. Tja, ihr kennt es ja wahrscheinlich, ab und zu hat man Tage, da gewinnt man und ab und zu hat man Tage, da ist man richtig scheiße. Auf gut Deutsch. Schauen wir mal, zu welcher Seite dieser gehört. So, und hier werde ich gleich wieder meinen Standardweg gehen. Nachdem die letzten 10 Sekunden abgelaufen sind. Wenigstens diesmal ein ausgeglichenes Spiel mit 3 am Panzer. Keine 5er diesmal dabei. Könnte natürlich sein, dass das jetzt wieder der völlig falsche Weg ist und die alle von der anderen Seite kommen. Also sprich von C5 oder so. Aber irgendwo muss man ja hinfahren. Oh, Rennmaschine dabei. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass der da stehen geblieben ist. Irgendwie scheint hier auf der Seite keiner zu kommen. Die lassen sich alle noch Zeit. Ja, so kann's gehen. Aber halt mal sich wieder auf, damit ich gleich zurück zur Garage.
nächsten Panzer genommen. So, wie man sieht, jetzt ist hier natürlich auch keiner, logischerweise, der ist noch im Gefecht, wie man hier auch sieht. Aber ein paar habe ich ja zur Auswahl, also nehmen wir halt mal den. Und 1500 Erfahrung, geht da noch was? 19.000 der Motor. Aber der bringt mir ja, glaube ich, nichts. Wenn ich jetzt den... Also wenn man sich... Bloß zur Erklärung, wenn man sich den Motor bei einem kleineren Panzer schon freispielt, also wenn man jetzt hier schaut, hier habe ich den schon freigespielt und da schon installiert das Ganze. Wenn man jetzt hier schaut, na, dann steht er hier jetzt auch schon zur Verfügung, das Ganze. Also wenn ich jetzt dann den Panzer kaufen sollte, dann kann ich den direkt gleich reinbauen. Oder alternativ, schauen, leichter Panzer. Wenn ich jetzt wollen würde, dass ich den verkaufe, dann könnte ich den Motor vorher rausbauen und dann hätte ich den auf Lager und könnte ihn in den anderen reinbauen. Aber ehrlich gesagt, verkaufen habe ich jetzt nicht vor. Und bei dem Panzer müsste ich mir das halt noch kaufen für die 19.000 Silberlinge, aber nee, machen wir jetzt nicht. 3.000 Erfahrung, da muss ich noch ein bisschen was spielen, also auf und davon. Malinowka. Was mich so ein bisschen stört, und das war also ziemlich das Einzige, dass ziemlich oft dieselben Karten drankommen bei dem Spiel. Also die Abwechslung ist nicht so oft gegeben. Sehr, sehr oft ist ja die Karte, die Himmelsdorf-Karte dran, die was man dann irgendwo nicht mehr sehen kann. Es gibt zwar eigentlich ziemlich viele verschiedene, aber bis zu meine Panzer ist halt die Auswahl begrenzt, weil umso größer die Panzer werden, umso größer werden auch die Karten. Da würde ja auch keinen Sinn machen mit einer Karte für beispielsweise einen T9-Panzer, der natürlich von Haus aus viel weiter schießen kann wie ein T3-Panzer, so wie der hier, dem die gleiche Karte anzubieten wie dem T3-Panzer, der spielt sich auf der Karte. Finden. So, da haben wir doch was. Ja, auf Entfernung treffen. Das ist nicht mein Ding. Ja, ich habe nicht getroffen. So. Und hier soll noch einer sein. Oder auch nicht mehr. Ist auch möglich. Vorrücken. Ah, klasse. War ja klar. Dass ich jetzt aus der Deckung rausfahre. Scheiße. Entschuldigung. Für den Kraftausdruck. Sofern man das so nennen mag. Aber mitgenommen alles noch. Mitgenommen habe ich noch.
trotzdem jetzt mal hinter dir schaust, Kollege. Mach da. Ne, schaut nicht gerade besonders aus für uns. Kette wurde getroffen. Oh Mann, sie kann jeden Moment reißen. Oje, oje, oje. Das wird wohl nix. Da war es bloß noch einer. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. So. Schauen, ob der andere... 83 Erfahrung. Naja. Der andere ist auch fertig. Das war auch eine Niederlage. Naja. Gut, dann nehmen wir gleich wieder den und gleich geht's weiter. Ja, ausbauen oder so. Erforschen will ich jetzt eigentlich gar nichts. Ich will jetzt eigentlich bloß Silberlinge sammeln, dass ich mir den anderen Panzer leisten kann. Ach ey, wo fahren wir denn hier lang? Unterwegs. Nee, nee, nee. Verstecken. Stecken ist unfair. Hey. Thank you.
so. Schon vorbei. Und ich hab's mal überlebt. Welcher Wunder. Ja, aber auch nichts gerissen. Ja, ein bisschen Schaden habe ich ausgeteilt. So. 127.000 schaut da schon mal gar nicht schlecht aus. Fehlt nicht mehr viel. Das ist jetzt... Oh Mann, oh Mann. Weiß wahrscheinlich keiner so genau. Aber von da oben haben sie gewartet. Naja. Shit happens.
So. Artillerie. Noch schaut es ziemlich ausgeglichen aus, wollte ich gerade sagen, aber ist ja gerade nicht mehr so der Fall. Süß. Eine Grille. Ja, macht ihren Namen auch für alle Ehre. Nur nach 5 Minuten Munition. Achso, ich habe Minuten gelesen. Ja, da stehe ich. Nee, da stehe ich nicht, da stehe ich. Hallo, mein Frack. Na komm, schieß. Ja, das ist das Gemeine, wie man gerade gesehen hat. Man kann versuchen, jemanden die Kette runterzuschießen. Dann ist er für kurze Zeit bewegungsunfähig, außer er benutzt eine Reparaturkiste. Und dann, ansonsten, wenn er das nicht tut, dann hat man eigentlich immer ein paar Sekunden Zeit, ihn zu bearbeiten. Alle drei. Richtige Kamikaze. Ja, und schon haben wir es gewonnen. So, geschafft, habe ich gar nichts und einen Treffer erhalten. So soll es sein. Oder auch nicht. Eher nicht, wie schon. So, meine lieben Freunde, das war's auch schon mit der Folge und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Also, bis dann.